Osterrock in Großen Buseck. Zum fünften Mal hatte der Verein Buseck Live Rockfans zu e-gitarrenlastiger Musik ins Kulturzentrum eingeladen. Heute Abend rockt Buseck Live das fünfte Mal Ostern in Großen Buseck. Dieses Jahr mit der Live-Coverband Eve, die uns hier viele Stunden mit Rock- und Pop-Cover einheizen wird. Uns gibt es schon, Olli, seit wie vielen Jahren? 19, nächstes Jahr werden es 20, nächstes Jahr haben wir unser rundes Jubiläum, uns gibt es seit 93, seitdem sind wir unterwegs. Ich bin neu dabei, seit 2 Jahren. Ja, wir sind schon ziemlich lange im Geschäft, wie der Olli schon sagte, und unser Hauptinteresse liegt halt bei Rock- und Popcover, und den Spaß, den wir wohl auf der Bühne haben, und den haben wir auf der Bühne, den auch den Leuten, den Zuschauern, dem Publikum weiterzugeben, und ich hoffe, dass man das auch heute Abend hier spüren wird. Wir werden dem Osterhasen so einen rocken, dass ihm die Ohren abfallen, ganz sicher. Wie es dem Osterhasen letztendlich ergangen ist, ist nicht überliefert. Dafür erlebten 300 Besucher bzw. 600 Menschenohren Eves Bühnenshow mit einem großen Querschnitt durch die Rockhits der vergangenen Jahrzehnte. Von Elvis Presley Songs bis hin zu den Hits der Sportfreunde Stiller war für jeden Geschmack etwas dabei. Spätestens zur Kirmes in Oberkleen Anfang Juli kann man Eve wieder im Landkreis erleben.